Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Brücke hier bei Bridge Constructor im Mittelalter. Und wir kommen zur Breiten und müssen hier diesen Grinser hier irgendwie bedienen. Ja, bin ich sehr gespannt, auf was wir für eine Brücke treffen werden und wie wir sie weiter ausbauen können. Ja, schauen wir uns mal an. Baue eine Brücke, um Geschenke für Fürst Heringshausen zu bringen. Gib nicht mehr als 6000 Kohle aus. Okay. 6000. Wenn keine Stützmöglichkeiten von unten vorhanden sind, könnt ihr eine Bogenkonstruktion aus Dreiecken bauen. Baue zunächst wieder eine Fahrbahn. Okay, machen wir. Kennen wir schon. Ach, wir haben schon gewählt. Einmal, zweimal, dreimal. Baue nun mit dem gleichen Holz ein Stützgerüst über der Brücke. Gut, machen wir. Na, das war gar nichts. Ah, das sind wieder die Tutorials, wie ich die liebe. So, einmal hier auch noch drüben. Ist er jetzt dann zufrieden? So. Also. Die haben es soweit geschafft. Einmal, zweimal, dreimal. Aber es ist mehr als 6000. Also müssen wir die Brücke hier ein bisschen ausbauen. Das heißt, entweder wir gehen hier um 1 nach unten. Oder wir machen eine Stützkonstruktion. Das wäre natürlich auch eine Idee. Kommen wir hier noch 1 nach unten? Ne, kommen wir nicht. Haben wir andere Materialien? Wir haben auch Holz zur Verfügung. Aber ich glaube mit Holz... Ne, ich glaube wir müssen wirklich hier im Normalbretterbereich sein. Ein Bretterportier. Einmal hier. Aber die kriegen wir nicht ganz bis nach drüben. Was haben wir denn noch zur Verfügung? Das sind... eine Seilkonstruktion. Das wäre natürlich auch eine Idee. Aber das... dass wir das Ganze von der Seite her stützen. Das heißt, einmal das hier rüber. Und einmal das Ganze hier drüber. So, die Seile sind nämlich recht gut, sind billig und müssten das eigentlich gut aushalten. Ja, hat geklappt. So, 5700 Gold ausgegeben, reicht also perfekt. Dann danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Schauen wir, kommt noch eine Zwischensequenz. Nein, kommt keine. Okay, aber wir können diese Brücke hier auch noch weiter verbessern. Sehe ich das richtig? Ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, die Brücke 3, die machen wir dann morgen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen zur nächsten Brücke Nummer 3. Bis dann!